Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung dieses sumpfigen Tieflands besteht darin, eine Festung zu bauen und in kürzester Zeit so viele Wälle wie möglich zu errichten. Die Befestigungen sollen unser Lager beschützen, während wir die Belagerungswaffen herstellen, mit denen wir die englische Festung angreifen wollen. Wallace hat sich geschworen, unsere Heere nach der Errichtung dieser Festung zu vereinen, um dann Longshanks und seine englischen Truppen anzugreifen. Also. Die Engländer können jederzeit angreifen. Zwar haben sie schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steineinheiten verfügen. Die sollten sie erweitern. Was ist das denn? Bitte erweitern. So schwer kann es doch wohl nicht sein, oder? Erweitern. Also ich weiß nicht, was Dimitri da für Sprachprobleme hat, aber ist einfach nicht schön. Gut, ja. Das ist jetzt Versuch Nummer 3. Es hat mir jetzt zweimal ein Problem gezeigt. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass es jetzt einfach mal funktioniert. Und wir legen mal los. Die Wälle sind dies hier. Alle, die Age of Empire schon gespielt haben, kennen das natürlich. Für alle, die das nicht kennen, die Erklärung, wenn Sie einen Überschuss an Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, dann können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Goldeinheiten eintauschen. Danach können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Danke, Dimitri, für die Info. Wir werden aber versuchen, so weit wie möglich alles selbst abzubauen. Und wir werden gleich von den Engländern angegriffen. Yeah! Vielen Dank. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich schon Leute dahin schicken möchte. Ich würde jetzt erst einmal gerne uns ein bisschen aufbauen. Bitte. Und Sie können auch Türme bauen, um Ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm heraus schießen. Ja, gut, das wollen wir doch mal gleich versuchen. Ich hatte nämlich beim letzten Mal versucht gehabt, da Leute einzuquartieren. Und das wäre dann mit dem hier. Da drückt man drauf und dann erscheint dann sowas. So, Links- oder Rechtsklick funktioniert nicht. Der meint dann gleich hier, funktioniert nicht. Weiß halt nicht, vielleicht habe ich zu viele. Funktioniert das vielleicht mit 3? Oh ja, ist gut, Leute. Ich werde jetzt bestimmt noch nicht meine Leute verschwenden. So, sind denn... Ja, die sind schon gebaut. Sehr gut. Die sollen nämlich bitte hier... Mal. Um eine Burg bauen zu können, müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Die Ritterzeit. Alles klar, das machen wir auch gleich. Ich wollte jetzt nicht eigentlich. Genau, ich wollte nämlich nicht noch einen Dorfbewohner bauen, sondern zum nächsten Zeitalter. Die Ritterzeit. Ja, wie viel haben wir denn hier? Ressourcen passt so einigermaßen. So. Mit Hilfe der erweiterten Schallflächen setzen Sie die Kampfverhalten für Ihre Soldaten fest. Mhm. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und beachten Sie dann die Schallflächen Kampfverhalten im unteren linken Bildschirmbereich. Ja. Mit Hilfe der erweiterten Schaltflächen können Sie ebenfalls einen Soldaten damit beauftragen, ein Gebiet innerhalb mehrerer Wegepunkte zu patrouillieren, etwas zu bewachen oder einer anderen Einheit zu folgen. Mhm. Alles hier möglich. Jedes Knöpfchen hat eine andere Bedeutung. Patrouillieren, bewachen, folgen, eigene Einheit entfernen, dann einquartieren, was ja nicht so funktioniert, deswegen versuchen wir es gleich mit einem selbstgebauten Turm. Aggressive Haltung, defensive Haltung, stehen bleiben, passive Haltung. Und dann gibt's hier noch die Formationen, Linienformationen, Kastenformationen, Staffelformationen und Flankenformationen. Ja, alles machbar, kann man alles einstellen, macht doch unheimlich Spaß. Die erweiterten Schaltflächen ermöglichen Ihnen, neue Truppenaufstellungen, sogenannte geschlossene Formationen, zu verwenden. Bei den geschlossenen Formationen können Sie den Aufstellungstyp Ihrer Soldaten bestimmen. Mit der Kastenformation können Sie zum Beispiel eine schwache Einheit wie den Mönch beschützen. Mhm, ja, weiß jetzt gar nicht, haben wir überhaupt hier schon ein Kloster? Glaub nicht. Wir haben gar kein Kloster. Weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt brauchen. Weil ich meine... Glückwunsch! Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Anfänger sollten versuchen, eine Waffenschmiede zu bauen
um dort Rammböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Die haben wir schon hier und weißt du was, da können wir auch gleich mal etwas in Auftrag geben, nämlich die Schmiedekunst entwickeln. Ganz wichtig, so etwas ständig weiterzuentwickeln, damit unsere Soldaten auch super ausgerüstet werden. Ansonsten schießen wir hier mit Pfeil und Bogen aus Holz und dann, ja, können wir nicht viel ausrichten. Aber wir werden hier auch, muss man auch immer weiterentwickeln, Armbrustschützen. Und jetzt haben wir hier ein fertiges Türmchen. Und ich versuche mal hier noch. Das geht gar nicht, das muss ich jetzt erst einmal. Hallo! Ja, ich weiß, ich mal wieder. Das geht nämlich gar nicht. Das ist nämlich ganz toll, wir müssen jetzt erst einmal. Wo schwarz ist, kann man nichts bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal gucken. Das dunkle Land entdecken. So, okay, und wir wollten jetzt mal hier ein paar Leute einquartieren. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. So, da rein. Aha, da funktioniert es. Okay, gut, dann funktioniert das nur mit meinen fortschrittlichen Türmchen, nicht mit diesen alten Dingens da. Gut, dann quartieren wir uns doch mal da ein. Das ist eigentlich ganz geschickt, wenn wir von den Engländern angegriffen werden und da ein paar Bogenschützen drinne hocken. Eventuell müssen sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. Eventuell haben wir das schon gemacht, lieber Dimitri, aber da du ja kein Echtzeitkommentator bist, kannst du das natürlich nicht riechen. Alles klar, der kann hier einfach mal durch den Busch rennen. Oh, nicht verkehrt, gut. Dann bauen wir mal hier unser Mauerchen weiter aus. Und dann versuchen wir doch hier einfach mal. Dann versuchen wir doch einfach mal noch mehr Leutchen zu bauen. So, was haben wir hier? Dann haben wir hier noch Elite-Plänker. Ja, komm, entwickel auch mal Elite-Plänker. So, was haben wir hier noch? Zur leichten Kavallerie oder Pferdehaltung entwickeln. 250 Nahrung. Wie sieht es denn hier aus mit der Nahrungsvorrat? 425. Könnte schon ein bisschen mehr. Naja, okay, es könnten auch ein paar mehr da arbeiten. Das heißt, ich mache jetzt nochmal 3 Dorfbewohner, die dann noch an den Ackerteilen rummachen. Hier wird fleißig Holz abgebaut. Da kommt jetzt die Mauer hin. Der soll mal geschwind hier rein, bevor das jetzt zu ist. Oder bevor das jetzt zugebaut wird von meinen Leutchen. Hoffentlich funzt das noch. Ja, es funktioniert noch. Alles klar, gut. Kann nämlich jetzt mal hier das hier aufdecken gehen. Was haben wir hier noch zu entwickeln? Fährten lesen. Schwertkämpfer. Ja, mach mal. Ja, wir werden von Engländern angegriffen. Das blinkt hier auf. Halt, mit den Türmen können wir eh nichts anrichten. Deswegen, ich glaube eher, das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie für die Engländer. Okay, so, da ist jetzt hier schon mal was abgebaut worden. Und da sind schon 2 neue am Bauen. Am Abbauen. Ist eigentlich ganz gut. Da ist jetzt noch eine dazugekommen. Und du gehst wieder dahin. Na, yeses, Mensch, nicht so durcheinander, sonst verliere ich den Überblick. Immer schön locker. Andere Hand schön locker. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, nicht die Hand zu benutzen, sondern die Hand. Bin ja eigentlich Rechtshänder, also von daher ist es immer ein bisschen. Naja, gut. Ja, so. Mensch, mach jetzt mal was. Nicht genug Holz. Wieso nicht genug Holz? Was macht ihr denn? Baut ab, verdammt nochmal. Glaubst, es geht los. Es gibt hier bald, wie im Mittelalter, Bestrafung, Folterung hier. Ich glaube, es hackt den. Oh, bis jetzt erstmal wieder Holz da ist, damit ich ein neues Feld anlegen kann. Warum ich auch Holz brauche, wahrscheinlich zum Düngen oder so. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Naja, okay, gut. Ich melde mich dann nochmal bei Madame, wenn wir genug Holz haben. Gut, nein, dich will ich doch gar nicht. Na also, geht, okay. Wo sind unsere anderen Faulenzer?
Da sind unsere anderen Faulenzer. Die werden nämlich gleich mal noch ein Türmchen bauen. Nicht genug Holz. Was haben die denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Ich habe gedacht gehabt, ich hätte sie schon zum Holzhacken abgebaut. Oder kann auch sein, dass ich das von den vorherigen zwei Spielen im Kopf hatte, weil ich es ja schon zweimal versucht habe, Age of Empires ein bisschen länger zu spielen als nur 13 Minuten. Aber naja, gut. Gut, kann auch mein Fehler gewesen sein. Also, ihr werdet das dann wahrscheinlich sehen, ob ich selber dran schuld bin, dass kein Holz abgebaut wurde oder die dann auf einmal gemeint haben, mir nicht zu gehorchen. Aber ich glaube eher, dass ich es verpeilt habe. Das würde eher zu mir passen. Aber jetzt können wir noch hier ein Türmchen bauen und das bauen wir dahin. Drobudje, wie auch immer. So. Ich lasse es hier auch, oder? Sollen wir dann noch ein Tor hinknallen? Weiß ich gerade nicht so recht. Weiß ich gerade nicht so recht. Nö, nö, nö. Okay, die bauen hier fleißig Essen ab. Das haben wir jetzt auch hier im Überfluss. Was, wir werden schon wieder von Engländern angegriffen. Ich glaube, es den hackt. So, was haben wir jetzt hier? Armbrustschützen und Blenker. Was haben wir hier noch? Bogenschützen. Berittene Bogenschützen. Von denen machen wir auch nicht genug Holz. Ach ja. Ist das schön, wenn alles so funktioniert, wie man es gerne hätte. Es sind jetzt Verzögerungen, wo ich selbst dran schuld bin. Aber nun gut. Kommt vor. Ich hätte nämlich eigentlich, würde ich gerne, naja, okay, da habe ich noch drei von denen stehen. Aber da machen wir ein Fähnchen hin, damit sie nämlich einfach... Ja, es ist dann einfach übersichtlicher, wenn sie sich alle auf einen Fleck sammeln. Was haben wir hier? Das sind, glaube ich, ganz normale Schwertkämpfer, ja. Ganz normale Schwertkämpfer. Gut. Wo greifen sie denn an? Eieieiei. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang und dann kommen sie hier zu uns. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Macht mal hin. Schneller. Ich hätte jetzt noch schon ein paar mehr. Wenn ich genug Holz hätte. Nee, nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. So, das ist jetzt fertig. Das heißt, ich versuche jetzt noch eins zu basteln. Nämlich hierhin. Okay, funktioniert. Dafür hat sie genug Holz. 1, 2, 3. Oh, ja, nee, ist klar. Funktioniert nicht. Aber die schicken wir jetzt mal da rein. Genau, sehr gut. Es freut mich, dass das funktioniert hat. So. Hier sind zwei wunderschöne Pferdchen. Die stellen wir doch mal direkt dahin. Verteidigung. Verteidigung ist auch sehr wichtig. So, was haben wir denn hier? Ritter erschaffen. Für was sind denn die Ritter da? Kosten 60 Nahrung und 75 Gold. Okay, schnelle und schwere berittene Einheit. Weiterentwickelt auf Rüstung, Stärke, Reistungsklasse. Rüstungsklasse, nicht Reistungsklasse. Ja, alles klar, gut. Machen wir halt mal zwei Leutchen. Was haben wir hier noch? Berittene Speer? Nee, von denen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das glaube ich doch nicht, diese Drecksäcke. Diese Drecksäcke. Die greifen da gerade an. Bisschen schneller, bevor es anfängt zu brennen. Naja, okay, dann können wir es immer noch. Leute, ihr könnt da nicht da lang. Och, sind die doof. Ich meine, ich bin doof, weil ich da eigentlich kein... Eigentlich wollte ich da noch ein Türchen hinmachen, aber ich dachte mir, nö, sieht doch auch so hübsch aus. Aber, naja, okay. Durch eine normale Mauer kommen sie schneller rein. Ah, okay, das Türmchen schießt schon von alleine, obwohl da keiner drinne ist. Das ist doch schon mal gut.
Naja, gut. Sollen sie mal machen. Ach so, das sind ja berittene Bogenschützen. Jetzt weiß ich, warum sie dahin rennen. Glaube ich.